Es ist Antwort C. Der Teig ist beim Draufklopfen mit dem Löffel steinhart, trotzdem sinkt der Löffel langsam ein, wenn er ihn drauflegt. Normale Flüssigkeiten wie zum Beispiel Wasser verändern unter Druck ihre Viskosität, also ihre Fließeigenschaften wie den Grad der Zähflüssigkeit nicht. Die Mischung aus Speisestärke und Wasser ist aber eine sogenannte nicht-Newtonsche Flüssigkeit. Diese ändern unter Druck, also zum Beispiel beim Draufklopfen mit einem Löffel, ihre Viskosität. Hier wird sie fest. Ein ähnliches Verhalten zeigt Treibsand. Läuft man schnell drüber und tritt fest auf den Sand, wird er fest und trägt einen. Bleibt man stehen, wird er quasi flüssig und man sinkt ein. Durch Druckeinwirkung verhaken sich die Bestandteile der Flüssigkeit untereinander und können nicht mehr so gut aneinander vorbeigleiten. Schaut mal im Internet nach nicht-Newtonsche Flüssigkeiten.